Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir mit dem Sudoku-Tutorial weitermachen. Das Lösen von Sudokus hatten wir mit dem letzten Video abgeschlossen. Und heute will ich euch zeigen, wie man denn ein neues Sudoku erstellt. Also so erstellt, dass man da mit spielen kann. Heißt, es müssen freie Felder da sein, in die ich etwas eintragen kann. Die Anforderungen an einen solchen Algorithmus sind zum einen, dass ich einen Parameter habe, wie viele Zeichen oder so jetzt Zahlen von 0 bis 9 sollen überhaupt noch in meinem Sudoku drin sein, weil das ist nicht unbedingt ein Indikator für die Schwierigkeit. Es können Sudokus, in denen nur noch, weiß ich nicht, 20, 30 Zahlen verbleiben, die können relativ einfach sein, aber die können auch relativ schwer sein. Und zum anderen brauche ich irgendwie einen Indikator für die wirkliche Lösungsschwierigkeit. Und das sind so die zwei Sachen, die unser Sudoku dann ausmachen werden. Für die Leute, die die anderen drei Videos geschaut haben. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und ich habe also der Namespace Sudo ist immer noch genauso wie er war. Was ich allerdings gemacht habe, ist, ich habe mehrere Partial Classes erstellt, um das Ganze, nein, ich habe aus der Sudoku Class eine Partial Class gemacht, um mehrere Dateien erstellen zu können und meine Methoden logisch ordnen zu können. Also das war ein bisschen unübersichtlich geworden und deswegen halt verschiedene Dokumente. Zum einen haben wir hier sudoku-rules.cs, da stehen unsere ganzen Checks drin, Checkzeile, Spalte, Block, Checkmove und das Ganze ist dann ein Teil der Klasse Sudoku. Das habe ich mit dem Solver auch gemacht. Der steckt jetzt auch in seiner eigenen Datei und die Methode Analyze steckt auch wieder in einer separaten Datei. Neu hinzugekommen ist die Methode Create und auch sudoku-create.cs. Diese Helferfunktion hier werde ich gleich erklären. Beginnen wir hier mit der ersten Zeile. Hier ein Public Static Random Objekt, was wir benötigen, um uns Zufallszahlen generieren zu lassen. Ich glaube, ich bin da in einem anderen Video schon mal drauf eingegangen. Diese Klasse erzeugt Pseudo-Random-Zahlen. Also, wenn ihr da irgendwie sicherheitsrelevante Sachen machen müsst, da gibt es Klassen, die deutlich stärkere Zufallsgenerierung bieten. So, hier haben wir jetzt unsere Private Ints. Zeile, Spalte, N, Counter, Solved und Select Independent Blocks. Und erstmal überhaupt zur generellen Idee hier. Wir können unser Sudoku-Brett, was ja bekanntermaßen 81 Zeilen beinhaltet, in Blöcke aufteilen, die jeweils 9 Zeilen beherbergen. So, und jeweils 3 Stück davon sind unabhängig voneinander. Das heißt, in diese kann ich ohne weitere Prüfung einfach die Zahlen 1 bis 9 eintragen. Und das könnten zum Beispiel die sein in der Diagonalen von oben links nach unten rechts oder von oben rechts nach unten links oder oben links, Mitte rechts und unten Mitte. Wir haben insgesamt da 6 Möglichkeiten. So, hier stehen jetzt Werte drin 0, 30, 60. Das ist folgendermaßen notiert. Ich fange oben links an zu zählen. Mein allererstes Feld ist die 0, dann 1, 2, 3 und das letzte ist die 7. Die nächste Zeile wäre dann die 8 und so weiter. In meiner Diagonalen habe ich dann die Felder 0, 30, 6. 0,33,57, 3,27,60 und so weiter. Diese Zellen markieren jeweils die obere linke Ecke eines Neunerblocks.
Warum ich das so gemacht habe, ist ganz einfach, da müssen wir weniger rechnen, weil wir dann einfach sagen können, okay, durch 9, Mod 9 sind unsere XY-Koordinaten für das Array und eine Methode, wie wir so einen 9er-Block komplett ablaufen, haben wir schon geschrieben in Checkblocks. Und das ist relativ ähnlich hier. So. Dann also einmal dieses Array hier vorgefertigt, jeweils mit den Kombinationsmöglichkeiten für Blöcke, die zueinander unabhängig sind. Dann ein Shuffled Array, in das sollen später die Zahlen 1 bis 9 eingetragen werden. Und die sollen dann über unsere Methode Shuffle, die ich gleich noch erklären werde, gemischt werden. So, dann Select Independent Blocks, da holen wir uns einfach eine Zufallszahl von 0 bis 5 und dann ist hier unser erster zufälliger Schritt, nehmen wir diese drei Blöcke, diese drei, diese drei, diese drei, diese drei oder diese drei. Und das erledigen wir hier. Dann brauchen wir ein Counter. Der Counter wird nachher dazu verwendet, um zu zählen, wie viele. Ich muss ihn kurz suchen. Ah ja, der Counter ist hierfür. Als Referenz für unsere Methode. Hier werden wir dann sehen, wie viele Backtrackings jeweils für diese Lösung benutzt worden sind. Und solved gibt uns einfach zurück, okay, ist schon gelöst oder ist noch nicht gelöst. Und das war's im Prinzip. Diese Sachen könnt ihr dann in einem von den alten Tutorials nachgucken. Und was wir jetzt hier erstmal machen, ist, wir holen, also hier haben wir jetzt unsere drei unabhängigen Blöcke selektiert. Dann bauen wir uns ein Array mit den Ziffern 1 bis 9, welche gemischt werden sollen. So, und hier schauen wir uns jetzt zuerst mal die Methode Shuffle an. Was tue ich hier? Ich lege hier fix ein Array to Shuffle an. 9 Integer-Werte von 1 bis 9 und ich gebe zurück, dass dieses Array mit den Ziffern 1 bis 9, aber in einer anderen Anordnung. Und hier habe ich den Parameter x, der dann dem hier entspricht und er sagt dann hier random next to array. Das ist link. Da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein, aber es ist definitiv die einfachste Möglichkeit, ein Array zu mischen. Ihr könnt euch natürlich auch andere Mischalgorithmen schreiben, überhaupt kein Thema, aber ich bin der Ansicht, dass das hier die eleganteste ist. Okay, das haben wir jetzt gemacht. So, angenommen, wir würfeln jetzt hier eine 0, dann ist die obere linke Ecke des ersten Blockes, den wir mit den Ziffern 1 bis 9 ausfüllen wollen, die 0 und können dann von der 0 aus gesehen 3 nach rechts gehen und 3 nach unten. So. Und schreiben dann jeweils die Ziffern aus unserem gemischten Array da rein. Das heißt, wir haben den hier an dieser Stelle einen Block mit zufälligen Zahlen zwischen 1 und 9 oder mit einer zufälligen Anordnung der Zahlen 1 bis 9 ausgefüllt und machen das dann mit dem zweiten und mit dem dritten Block. So, danach haben wir 27 Zahlen, die in unserem Sudoku-Feld drin stehen, wo zum einen zufällig ist, in welchen Blöcken stehen diese Zahlen? Und dann ist die Anordnung der Zahlen zufällig. Damit bekommen wir einen guten Startwert.
und können dann hier unser Array lösen lassen. So. Wenn das gelöst worden ist, habe ich hier eine Liste, die global für das ganze Projekt und statisch ist, wo die ganzen Lösungen eingetragen werden. Und wir schnappen uns jetzt hier einfach die allererste Lösung und haben jetzt hier ein vollständig gelöstes Sudoku-Feld, wo die Regeln und so weiter alle beachtet worden sind. Und was wir jetzt machen, ist, wir nehmen Zahlen wieder raus. So lange, wie die Lösung eindeutig ist und so lange, wie eine von uns vordefinierte Anzahl von Zahlen noch verbleibt. Und was wir jetzt hier machen, ist einmal unser vollständig ausgefülltes Sudoku kopieren in ein temporäres. Dann wählen wir eine zufällige Zeile und eine zufällige Spalte, löschen die globale Liste mit den Lösungen und dann tragen wir in unser temporäres Array, was wir ja eben kopiert haben, eine 0 ein. Das bedeutet in unserer Logik, okay, wir nehmen eine Zahl weg. So, dann setzen wir Counter und Solved auf 0 und lassen das Ganze lösen. Wenn jetzt nur eine Lösung existiert, kopieren wir das Array wieder. Also Temp wird jetzt nach Output Field kopiert und dann geht's weiter. So lange, bis die verbliebene Anzahl von Zeichen erreicht ist. Sollte bei dem Lösen von unserem Array rauskommen, dass es da mehrere Lösungen gibt, so wird das vorige Array wieder in Temp kopiert und wir probieren eine andere Zeile zu löschen. Hier muss ich jetzt noch sagen, es kann passieren, dass in einem Feld, wo schon eine 0 drin steht, nochmal eine 0 eingetragen wird. Die Chance ist dann sehr hoch, wenn ich viele Zahlen rausnehmen möchte. Das ist aber soweit kein Problem, weil damit haben wir dann auch eine leicht zufällige Anzahl von freien Feldern. Und vor allem haben wir hier nicht das Problem, dass unser Algorithmus in irgendeinen Zustand laufen kann, wo er überhaupt keine Möglichkeit mehr findet, noch irgendwie eine Zahl rauszunehmen und unser Brett dann noch eindeutig ist. So, und wenn er damit fertig ist, also wenn er die vorgegebene Anzahl von Ziffern rausgelöscht hat, dann wird unser Output Field returned. Und unsere Create-Methode ist damit abgeschlossen. So, ich hatte ja vorhin gesagt, wir brauchen noch irgendwas, um die Komplexität der Lösung zu bestimmen. Und das habe ich jetzt versuchsweise hier gemacht in unserem Main-Programm. Also ihr seht dann, wir haben jetzt hier der ist im Prinzip uninteressant, weil sich das jetzt noch auf die anderen Videos bezog. Und hier wollen wir jetzt ein Sudoku bauen. Und das Sudoku, was zurückkommt als erstelltes Sudoku, wollen wir jetzt lösen. So, und dann fragen wir diesen Counter hier ab, wie viele Backtrackings hast du denn zur Lösung benutzt? Und hier ist zu sehen, wenn unser
Lösungsalgorithmus nur 54 Mal backtracken muss. Handelt sich dabei um eine sehr einfache Lösung, die für einen Menschen wahrscheinlich in Windeseile ausgefüllt ist. Wenn wir ihm aber sagen, hol mir ein Sudoku, was Minimum 1000 Backtracking-Schritte benötigt, also beziehungsweise 1000 rekursive Aufrufe, dann bekommen wir ein Sudoku, was in seiner Lösung relativ komplex ist, definitiv. Und so können wir dann über die beiden Parameter, einmal hier und einmal hier, bestimmen, wie komplex oder schwierig oder einfach soll unser Sudoku sein. Wenn ich jetzt hier sage, 54, dann geht das ganz schnell. Und dann hat er jetzt hier zufällig die erste Lösung 570 Backtrackings. Wenn ich aber jetzt hier sage 1000, dann dauert natürlich die Erstellung ein bisschen länger. Aber man sieht, glaube ich, dass das Sudoku hier relativ schwierig zu lösen sein wird. Also wir haben hier oben rechts ein paar Vieren stehen. Hier unten haben wir überhaupt keine Vieren stehen. Das heißt, im Prinzip können wir hier irgendwie so ziemlich alles bis auf Einsen und Vieren eintragen. Und hier unten so ziemlich alles bis auf 2, 3, 1. Das heißt, wahrscheinlich ist hier irgendwo am sinnvollsten erstmal zu suchen, wo kann denn die nächste 1 stehen. Hier braucht unser Algorithmus jetzt knapp 3000 rekursive Aufrufe. Und damit sind wir soweit durch. Okay. Zum Schluss möchte ich euch dann nochmal zeigen, wie weit denn die UI so fortgeschritten ist. Wir da nochmal reingucken können. So, und wir haben jetzt hier unser Spiel. Ich habe jetzt, wir haben jetzt hier das Menü, dann unsere Felder und hier unten eine Statusbar. Das Ganze ist ein Stackpanel, das ist ein Grid. Und stimmt das oder ist das ein Dockpanel? Ne, es müsste ein Stackpanel sein. So, und hier kann ich jetzt sagen, okay, ich brauche ein neues. Ja, ich möchte ein neues Spiel starten und bekomme dann hier jetzt ein mittelschweres Array. Das wird jetzt so die nächste Sache sein, dass ich die Komplexität hier jetzt in dem Programm noch einstellen kann. Und dann können wir ausfüllen. Wie ihr seht, die Regeln sind hier noch nicht implementiert. Ich weiß auch noch nicht, ob das irgendwie nötig ist, weil es vielleicht fürs Spielen sowieso irgendwie angenehmer, wenn ich hier auch falsche Werte eintragen kann. Was er aber dann letztendlich machen sollte, ist mir zu sagen, ob meine endgültige Lösung dann richtig oder falsch ist. Was hier auch noch kommen wird, ist, dass ich Notizen von den Zahlen machen kann, also für mögliche Einträge. Da wird es dann drei Optionen geben. Einmal, dass ich komplett frei lösen kann, dann mir selber Notizen mache und dass das Programm die Notizen selber macht und nachhält. Die Notizen, die dann hier gemacht werden müssen, die haben wir ja sowieso in unserer Analyze-Methode. Und die könnten wir dann dem Spieler zur Verfügung stellen bei Bedarf. So, das war's mit dem Erstellen von Sudokus. Wenn ihr da jetzt noch Fragen habt, dann schreibt mir einen Kommentar. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.